Jo, hallo Leute, hier sind wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Super Meat Boy The Hospital. Wir werden jetzt mal gucken, was im Krankenhaus so alles los ist. Da sehen wir schon, Meat Boy geht da rein, Dr. Fietes fliegt schon mal in die Stadt des Kreuzes. The Hospital, er hat eine Säge. Warum hat er eigentlich eine Säge? Ja, Hospital, das ist noch einer der einfacheren, Geschichten, würde ich einfach mal behaupten, weil wir noch am Anfang sind. Aber ich sag euch, es wird so abgehen, wir werden, es ist eine der einfacheren Geschichten, habe ich gesagt. Stimmt auch, aber das heißt nicht, dass ich gut drin bin. Okay, ich erinnere mich. Oh, wie lange habe ich denn gebraucht, um das hier beim ersten Mal zu schaffen? Und zwar ohne Bandage. Ja, ich habe auch das Gefühl noch nicht ganz drin. Ihr merkt schon, ich habe es gar nicht drin, um ehrlich zu sein. Was ist denn da los, TT? Ah, ich muss erst mal gucken. Ach, kann ich das eigentlich? Ja, oder? Ach ja. Ja, das ist doch viel einfacher. Warum hat mir denn keiner gesagt... Habe ich jetzt auch A+? Weiß ich nicht. Muss ich später gucken. Warum hat mir denn keiner gesagt, dass das so einfach geht? Das hätte mir doch mal jemand sagen können. Ich bin im Übrigen, ich freue mich total, dass so viele von euch Bock auf Super Meat Boy haben. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, die Reaktion, die kommt, ist, oh nee, Super Meat Boy, du Lappen, das hast du schon so oft gespielt. Aber ich glaube, in der Tat sind sogar viele dabei, die noch gar nicht, das Spiel noch gar nicht von mir kennen. Und auch einfach mal Bock drauf haben auf Super Meat Boy mal wieder. Ich meine, es ist ja auch schon jetzt mittlerweile wirklich recht alt, das Spiel. Ja, was heißt recht alt, ne? Also, recht alt ist jetzt immer so relativ gesehen, aber... Ja, doch schon. Es ist recht alt. Nein. Ah, komm schon, A+. Nice. Ich habe nur eine Bandage bisher. Das ist viel zu wenig. Und hier gibt es bestimmt irgendwo eine Warp-Zone. Wie gesagt, die Warp-Zones und so, ich weiß die alle nicht mehr. Warte mal, kann man das nochmal neu machen? Das Level hier, ne? Ich meine, da war irgendwas. War da nichts? Ich meine doch, hier war irgendwo eine Warp-Zone oder so versteckt. Nicht? Täusche ich mich da etwa? Ist da keine Warp-Zone versteckt? Oh, verdammt. Ja, ist jetzt... Ja, ist dann auch egal, ob da eine Warp-Zone ist oder nicht. Wir gucken da aber an. Jetzt schaffe ich das Level noch nicht mal. Komm schon. Stopp. Also so jetzt nicht. Dann gehe ich halt über die Karte. Ah, Level 2 habe ich im Übrigen kein... Ah, mach mal später. Ja, hier war irgendwo noch eine Warp-Zone versteckt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn wir das jetzt am Anfang nicht mitkriegen, die ganzen Warp-Zone-Geschichten, dann holen wir sie eben später nach. Also es ist ja jetzt... Ach, guck mal, da ist aber einer. Da habe ich sie gefunden, die Character-Warp-Zone. Gib mir, was für ein Charakter gibt's? Oh nein, was konnte er denn nochmal? Ah, Moment. Ja, ich hab... Oh nein, ey. Was kann er denn? Kann er zweimal hüpfen oder was? Ich verstehe ihn nicht. Ach so, er kann nicht nur zweimal hüpfen, er kann mehrmals hüpfen. Okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Ja, der ist ja einfach. Ja, jetzt ist easy. Ist easy going. Ah, nein. Hör doch auf. Oh, Frau, ich hab dich. Nein, es geht ja noch weiter. Oh, verdammt. Na! Ah, Moment, es ist aber nicht so, dass man hier... Ach, stimmt, man hat hier... Oh, mein Gott. Ich habe schon gedacht, man hatte ja auch nur wie in den normalen Warp-Zones 3 Versuche. Hat man aber ja gar nicht. Ey, das ist aber schon schwierig für eine zweite Level-Character-Warp-Zone. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay, ich habe auch diese Character-Warp-Zones vielleicht einmal gespielt, als ich sie spielen musste und dann nie wieder. Also insofern... Scheiße. Ah! Oh, oh, oh! Oh! Hab ich Angst. Na, was ist das denn? Wie geht das denn? Ah, das sieht einfach aus, aber ist es nicht, ne? Ah, das ist nicht einfach, aber sieht einfach aus. Wenigstens einfach aussehen. Das ist schon mal ein Anfang. Och, Mann, TT, ey. Ja! Trink mal mehr grünen Saft. Vielleicht wirst du da nochmal besser. Oh, na, was? Ja, ja! Gelittenen von Lord Oscarbahn. Nein! Das ist asozialer... als das erste Level.
Ja, das... Ich bin einfach dumm. Okay, so, wir haben es geschafft. Nice, Super Meat Boy. Du bist der Mann, ich sag's dir. Ja, wir werden übrigens alles mit Meat Boy spielen, denn... Ja, kannst du jetzt mal... Wisst ihr, was lustig ist? Das ist ja so beschränkt. Wirklich. Ich drücke automatisch auf die R-Taste. Auf die R-Taste. Ja, auf die auch. Auf die R-Taste, wenn ich verliere. Und wisst ihr, wovon das ein Überbleibsel ist? Von den ganzen Hacks, die ich immer gespielt habe. Von den ganzen. Wie soll das denn gehen? Von den ganzen. Ach so, oh Gott, ich verstehe. Man muss da... Ach, shit, ey. So. So. Ah, so ähnlich war das, ne? Ja, ich glaube schon. Man musste nicht, aber ich habe dann da ja immer auf Save gedrückt und dann auf Load. Und das ist genau die Taste und ich drücke die immer noch. Obwohl ich schon ewig keine Hex mehr gespielt habe. Wo war das? Wie war das mit der Warp Zone nochmal? Irgendwo kam ein Schlüssel, glaube ich, runter. Ah, da. Alles klar. Da weiß ich, wo der Schlüssel runterkommt. Das kannst du am Anfang alles gar nicht wissen. Ah, verdammt! Ich hab's doch gesehen! Ich hab's gesehen und dann nicht und dann hab ich's doch wieder gesehen und dann bin ich in die Banane reingelaufen. Was? Ja, mein Timing, meine Augen. Ich brauch neue Augen, gib mir die Augen her, die ich von dir hatte, Adelsaugenfrau. Nice. Und ab in die Warp Zone! Okay, was geht? Level 1 von 3. Alles klar, ich bin bereit. Seid ihr es auch? Boah, easy going. Easy going, was ist da los? Was ist da los? War ja nix. Hä? War ja nix, war das. Achso, oh, ich hab gedacht, ich fange oben an. Sorry. Ich hab gedacht, ich bin die Frau. Ah, das ist ja schon ein Assi-Level, ne? Ach, ich hab ja nur 3 Leben. Ah ja, komm, geh nach Hause. Ja, tut mir leid. Ich hab ja nur 3 Leben. Mach mal später auch nochmal die Warp-Zone. Dürfen wir nur nicht vergessen. Also eine Warp-Zone muss ich machen, die paar A-Plus noch. Ja, guck mal, jetzt schaffe ich das nicht. Ich habe das die ganze Zeit geschafft. Naja, jetzt kriege ich doch schon wieder kein A-Plus mehr. Boah, es ist ätzend manchmal. So, ja, nice. A-Plus, ah, da erinnere ich mich auch noch. Ah, das Moment, wie ging das nochmal? Konnte man durchhüpfen? Ah ja, man konnte durchhüpfen. So, wir holen erstmal die Bandage oder was da noch ist. Da war ja noch irgendwas. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was genau da war. Aber hier war noch irgendwas unten. Ja, eine Bandage. Eine Bandage, Girl. So, und jetzt schön verkacken, wenn man da hochgeht, ne? Yay! Und nochmal! So, das kriege ich jetzt aber. Soll ich schnell... Ja. Immer wenn ich erzähle, dass ich der Pro bin, kann ich es überhaupt nicht. So. Ach. Dankeschön, Bandage Frau. So, wir wollen nämlich im heutigen Part... Ja. Auf jeden Fall noch... Putti Tee. Dein grüner Tee aus Ostindien ist Asienland. So, komm schon. So. Indischer Tee, griechischer Wein. Dein Vater war ein Bein von der Oculus Rift. Warp Zone, you are mine. Jo, Warp Zone. Alles klar. Ich bin gewarpt. Nein. Ah, nein, ich erinnere mich, glaube ich, nicht. Ah, doch. Boah, das war doch. I remember this shit. This shit. I remember in my former days when I was a farmer in Santa Barbara and I farmed the farmer. So, mein Englisch ist scheiße. Ach, geschafft. Okay, jetzt darf ich nur wieder hinten raus nicht
Was? Koriwanandiska. Ciao, Musukashi, da ja. Yeah, yatta. Ich hab's geschafft, Leute. Oh, oh. Das hier sieht auch sehr... Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen und dann wieder losgelassen. Nein, Chichi. Deine Künste. Deine Künste. Ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Wenn ich das sehe, wirklich, mein Auge dreht sich um 50 Grad, wenn ich das sehe. Wie kann man denn da drüber fliegen, ey? Ich brech ab, ey. Wie ärgerlich. Alles geschafft. Und dann fliege ich über die letzte Kacke drüber, ey. Boah, ne. Okay, Leute. Wir machen hier erstmal einen Cut für heute. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Macht richtig Bock. Ich habe echt mal wieder Spaß ein bisschen zu Let's Play. Das ist echt, das ist Natsukashi, würde man Japanisch sagen. Es ist einfach so eine Art nostalgisches Gefühl und es macht Bock. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss!